So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Zweitakter auf der Zweitakter. Heute wieder mit dem PZ-Tuning-Zylinder unterwegs. 63 Kubik Sport Plus. Und ja, Paula hat ja unter meinem letzten Video über die Simme kommentiert, dass ich die Zündung vielleicht mal auf 2,5 VOT machen sollte. Was ich jetzt gemacht habe. Und jetzt hoffe ich, dass der Lachs auf jeden Fall besser läuft als vorher. Das letzte Mal hatten wir so 80 km/h auf diesem komischen Kompass hier. Und mein Kollege, der fährt hinter mir, der fährt gerade mit meiner Simme, dem eigentlich die Simme gehört. Ja, wir machen jetzt mal eine kurze Probefahrt. Und er hatte letztens 75 km/h drauf, 80 hat er gesagt, aber mit sehr optimalen Wetterverhältnissen. Und ja, wir wollen jetzt mal gucken, was der Lachs hier gleich drückt auf der Rennstrecke, und dann schauen wir mal. Ja, diesmal habe ich jetzt auch GPS-Tacho bzw. mein Handy mit rangenommen. Ich hoffe, das überlebt es. Nicht, dass das hier gleich abschmiert. Sieht nämlich stark danach aus, als wenn das Ding gleich abschmieren will. Nein, jetzt auch schon Richtung Außerorts. Nehmen wir mal ein bisschen Stoff. So gut aus. Ja, an Sprit liegt das auf jeden Fall nicht. Aber komisch ist es auf jeden Fall. Brüllt, als wenn es hier 110 Kubik wären. Aber fährt nicht schneller als. Naja, jetzt geht es hier ein bisschen bergab. Fährt nicht schneller als 75. Also, geändert hat sich da auf jeden Fall nichts. Tja, Paolo, also ich habe alle richtig gemacht auf jeden Fall. Tja, schnell fährt sie jetzt ja nicht gerade. 75 haben wir jetzt geschafft. Ich weiß nicht, wo die anderen 20 km/h bzw. 15 km/h sind. Vielleicht hat Paul von PZ Tuning da auch noch eine andere Lösung. Aber ja, ich bin auf jeden Fall mit meinen Latein am Ende. Ich bin der Meinung, ich habe da alle Drische gemacht. Der Daily Race R ist verbaut. 21er PZR haben wir auch schon probiert, den ich habe. Hatte, der lief aber nicht so schön, finde ich, egal was ich da gemacht habe. Ja, da gab es ja so viele Möglichkeiten, die man genutzt hat. Ja, schnell fährt das Ding auf jeden Fall nicht. Ich mache jetzt auf jeden Fall ein bisschen Piano. Ja, ich will mal wissen, wo die fehlenden 15 bzw. 20 km/h sind. Vielleicht hat PZ Tuning da noch eine andere Option, aber ich bin der Meinung, ich habe alles richtig gemacht. Also Übersetzungen sind 13,34, primär ist alles original. Ja, ich finde es ein bisschen kurz übersetzt. Auch die Zündungseinstellung von 2,5 VOT, ja, auch wenn es ein Kurzhub ist, finde ich nicht, dass da sich irgendwas gebessert hat, also eher im Gegenteil. Vergaser ist ja von RZT verbaut, also der läuft meiner Meinung nach relativ gut. Könnte man vielleicht noch ein bisschen fein abstimmen. Ja, wie gesagt, Paul, vielleicht siehst du das ja und
kannst uns da entgegenkommen, beziehungsweise meinen Kollegen. Mir gehört die Simme persönlich nicht, aber es wäre schön, wenn man da vielleicht eine Lösung findet und die Leistungsangaben EVTL erreichen könnte. Ja, also mehr als 75 schaffe ich nicht. Bitte? 75, also hat sich nichts geändert. Okay. Ja. Also, ist keine Lösung. Ja, mal kicken. Vielleicht hat Paul da, wie gesagt, noch eine Lösung. Vielleicht meldet er sich nochmal in den Kommentaren. Wäre auf jeden Fall cool, wenn man da irgendwie was machen kann. Oder ob er einfach mal meinen Kollegen hier zu sich einladen will und dann sich selbst mal das Problem anschaut, sofern er Zeit hat. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall mal wissen, wo die 15 bis 20 km/h auf jeden Fall sind. Jetzt ist er angegeben auf dem Blatt mit 90, 95 km/h. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er die 90, 95 da auf dem Prüfstand entspannt bekommt. Und ja, vielleicht schafft er ja wirklich nur 75, 80 maximal. Aber ja, ich kann nur sagen, ich würde mir lieber einen Viergang kurven und da Fünfgang drin hauen, also einen M451 und den halt aufkacken mit einem vernünftigen 60 Kubik, wie zum Beispiel den All-Day 60, der richtig geil sein soll. Oder halt LT60 Reso, kann ich persönlich sehr empfehlen. Mit einem zweiringen Barrikit-Kolben läuft bei mir wie die Hölle. Und ja, wir fahren jetzt hier zurück. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!